Wohin geht's jetzt, Sam? Hey, Lennart, wie läuft's? Aua! Schau an, deine Papiere sind endlich gekommen. Das ist die Besitzurkunde der Vereinigten Staaten. Und sie ist noch feucht. Vergiss es. Wohin geht's jetzt, Sam? Auf den Mond, kleiner Hävelmann. Wie läuft's? Ruhe! Ich glaube, ich habe endlich den Höhepunkt der Fingerfertigkeit erreicht und beherrsche den legendären Trick mit der Ratte aus dem Hut! Hey! Ach, mir fällt gerade ein, ich kann Ratten ja nicht ausstehen. Die sind widerliches Ungeziefer. Du solltest lächeln, wenn du sowas sagst, Schnabeltasse. Schnabeltasse? Tisch! Ich hasse dieses aus dem Hut gezaubert werden. Nächstes Mal kann er ein Karnickel nehmen oder sowas. Also ehrlich, nie wieder. Es wird kein nächstes Mal geben. Ich führe diesen Trick nie wieder vor. Ich wäre euch sogar dankbar, wenn ihr mir diesen Hut aus den Augen schaffen würdet. Aber natürlich. Diese Tür sieht ja ungemein wichtig aus. Was da wohl dahinter steckt? Entweder etwas tierisch Geheimes oder etwas tierisch Hässliches. Oder ein tierisch hässliches Geheimnis. Kann man nur hoffen. Hm, nett. Das war cool. Ich hoffe nur, ich habe der Bowlingkugel nicht wehgetan. Da ist er! Der Spuk ist vorbei, Rainer Segen. Es war ein weiter Weg, bis wir alle Puzzleteile beisammen hatten. Aber jetzt wirst du von der Freelance Police verhaftet. Hallöchen, ich bin Rainer Segen. Das ist er wirklich. Ihr kommt gerade recht zum Beginn der Vorstellung. Bitte nicht mit Blitz fotografieren. Jetzt auf!
Was hast du getan? Oh, ich habe mir nur ein paar Milliarden Anhänger verschafft. Wenn ihr mich anrührt, habt ihr eine fröhlich aufgebrachte Menschenmenge am Hals. Oh, nicht, wenn wir... Die Wirkung des Hypnostrahls aufheben, das glaube ich nicht. Denn im ganzen Universum gibt es nur eine Kraft, die chaotisch und destruktiv genug wäre, um mich jetzt noch aufzuhalten. Aber das würdest du doch nie tun, oder, Max? Ja, ich? Also, ich fühle mich geschmeichelt, aber... Nein, du wirst mich nicht aufhalten, denn ich... Trommelwirbel, bitte! Heile jetzt deinen Segen! Echt? Was soll das überhaupt bedeuten? Das bedeutet, dass ich ihm jedes Körperteil abtrenne, das mir nicht gefällt. So ähnlich wie Beschneidung, nur doppelt so komisch. Moment. Und los geht's. Lebe wohl, mörderische Hand. Leb wohl, gefräßiger Magen. Lebe wohl, träger Schwanz. Und zusammen mit diesen bösen Körperteilen werden auch deine bösen Seiten aus deinem Charakter getilgt. Leb wohl! Danke, dass du mir die Hand gegeben hast, Pappnase. Damit werde ich euch alle erschießen. Oh Mann, ein Magen. So einen habe ich mir immer gewünscht. Und jetzt kommt her und lasst euch auffressen. Ham, ham. Na toll, ein Schwanz. Oh, ich möchte nur in Ruhe vor einem Fernseher eindösen, bis ich in meinem eigenen Gesabber... Gratuliere, Max. Reiner Segen hat dich soeben von deinen Sünden und Lastern erlöst. Ich bin rein und gesegnet. Oh. Fort mit euch, ihr schlimmen Maxe. Ich mag euch nicht. Husch, husch, husch. Jetzt kann mich nichts mehr aufhalten. Ich habe gewonnen. So, und tschüss. Ja, meine Kinder, lasst mich eure Glückseligkeit aufsaugen. Ja, mehr. Oh ja, das ist gut. Oh, oh ja. Oh, oh. Max, geht's dir gut? Hilf mir, das pferdeschwänzige Feuermeldegesicht zu schnappen und die Wirkung des Strahls aufzuheben. Aber Sam, ich liebe dieses pferdeschwänzige Feuermeldegesicht. Ich will ein Kind der Liebe von ihm. Nein! Max, ich schwöre dir, ich werde dir deine Laster zurückholen oder uns beide bei dem Versuch umbringen. Ich liebe dich auch. Blöde Sauerstoff-Stickstoff-Atmosphäre! Ich glaube, wir haben einen deiner Doppelgänger gefunden, Kleiner. Tief im Innern sind wir alle Doppelgänger des Segens, Sam. Whee! Klasse! Bewegliche Ziele! Mist! Ich habe plötzlich den unwiderstehlichen Drang, auf alles zu schießen, was sich bewegt. So ist's recht. Doch nicht auf mich, Fusselfresse! Schau mal, Max, da ist noch so eine Doublette von dir.
Er hat es ganze 10 Schritte weit geschafft, bevor er unter der Last seiner eigenen Faulheit zusammengebrochen ist. La Nuit ist eine der 5 Fundamentalkräfte und bewegt selbst Berge. Oh, kein Fernseher. Was hat das alles denn noch für einen Sinn? Wir sollten uns einfach alle hinlegen und auf den Tod warten. Es stimmt. Ich habe nichts. Ich bin ein Versager. Ich bin den Tränen nahe. Der Typ kann locker jede Party ruinieren. Erde. Sibyl, alles in Ordnung? Reiner Segen hat die ganze Welt mit einem merkwürdigen Energiestrahl beschossen. Hallöchen, ich bin Reiner Segen. Oh nein. Und ich bin absolut glücklich, Sam. Oh, und hallo, Bruder Max. Metallikrote Träume und türkise Honiggefühle an diesem herrlichen Tag. Oh, vielen lieben Dank, Sibyl. Du bist heute besonders bezaubernd. Das ist ja grausig. Du musst dich davon freimachen. Freimachen? Wovon, liebster Sam? Zum ersten Mal im Leben habe ich den perfekten Job, eine felsenfeste Beziehung und ein unbeschreibliches Gefühl des Friedens. Ich war noch niemals so zufrieden. Keine Bange, das ändern wir. Wie läuft es zwischen dir und Mr. Lincoln? Sie sind einfach entzückend, nicht wahr, Abraham? Schöne Frau. Er kann so toll mit Worten umgehen. Was für ein begnadeter Redner. Bis dann, Sibyl. Du siehst aus, als wärst du in Kauflaune. Hättest du vielleicht Interesse an, sagen wir mal, den Vereinigten Staaten? Oh, wie wunderbar. Wir könnten sie in Nieder-Saskatchewan umbenennen. Was für ein perfekter, angenehmer Name. Ja, wie ihr meint. Also, was würdest du denn dafür ausgeben? Oh, so ein gewaltiges Land verdient natürlich auch einen gewaltigen Preis. Wir weigern uns nachdrücklich, es für weniger als 100 Trillionen Dollar zu erstehen. Fairness muss sein. Das werden wir auf keinen Fall annehmen. Das ist viel zu viel. Ich führe die Verhandlungen, Mr. President. Nun, wenn ihr darauf besteht, Eure Hoheit? Wir zahlen bar, ist das okay? Wir wollten schon längst mal den neuen kanadischen 1-Trillionen-Dollar-Schein ausprobieren. Ist das hier auf dem Bild Céline Dion? Sie ist eines unserer Nationalheiligtümer. Mehr Kalorien! Mehr Nachos! Beim heiligen Hackbällchenhaufen in hochkonzentrierter Hühnchen-Himbeer-Vinaigrette. Der frisst ja alles, was er zwischen die Zähne kriegt. Moskau, reg dich bloß nicht zu sehr auf. Braves Kerlchen! Futter brav auf, damit du groß und stark wirst! Ach, was ist nur aus der Welt geworden? Moskau, Nudeln mit Sauerbraten! 4-Tor-Gang! Oh Mann, der hat aber einen wirklich gesegneten Appetit! So wie der reinhaut, wird dir dein Magen nachher gar nicht mehr passen. Ich benötige meinen irdischen Magen auch nicht mehr, lieber Sam. Ich mache Reiner Segens Heilfastendiät aus Zitronen, Wasser und Sonnenschein. Bei Escoffier und Bocuse schwöre ich, bevor dieser Tag zur Neige geht, wirst du wieder Nougat-Kokos-Butterbällchen futtern.
Wir wollen etwas kaufen. Sehr schön. Hier, bitte, Bosco. 100 Trillionen in völlig ungefälschten Banknoten. Lass mich mal sehen. Hä? Celine Dion? In Ordnung. Sieht aus, als wär's okay. Hier habt ihr euren Erdbeber. Eine Fernbedienung? Bitte versteh mich jetzt nicht falsch. Ich mag Fernsehen trotz der ganzen Programme, aber... Die steuert mein Satellitenabwehrsystem. Aber es funktioniert nur noch ein Knopf. Einfach drücken für ein Erdbeben. Ich gehe mal davon aus, das Gerät entspricht allen gültigen Sicherheitsvorschriften. Wer weiß? Ach ja, noch was. Damit das Ding funktioniert, müsst ihr in Reichweite des Satelliten sein. Gut, und wo hast du den geparkt? Aus irgendeinem Grund habe ich den gesegneten Menschen auf dem Mond misstraut. Darum habe ich ihn da oben gelassen. Wie dumm von mir. Verstehe. Also müssen wir das Ding auf dem Mond benutzen. Danke und lebe wohl, Bruder Bosco. Hey! Hey, hey! Was machst du denn da? Irgendwas riecht hier lecker. Sag mal, isst du den noch auf? Naja, wir könnten ihn uns teilen. Oh. Verehrtes Publikum, der unglaubliche Samini! Hey, loslassen! Ich will nicht raus! Ja, was sehe ich denn da? Ist das etwa mein Magen? Gib mir den Hut! Oh. Hey, das fühlt sich ganz warm an hier drin. Als wäre mein Bauch ein gemütlicher Ort, wo sich süßes Popcorn und zuckerhaltige Getränke kennenlernen und miteinander vermischen können. So lieben wir unseren Max. Auf den Mond, kleiner Hävelmann. Mal sehen, ob ich mit dem Ding hier Empfang kriege. Naja. Schäm dich, Sam. Wie leicht hätte jemand dabei verletzt werden können. Du fehlst mir wirklich, Kleiner. Ich fürchte, ich brauche mal kurz deinen Schwanz, um meinen kleinen Kumpel hier Frankenstein-mäßig wieder zusammenzuflicken. Wenn du meinst. Sam, was machst du da? Glaub mir, das willst du nicht wissen. Ich habe plötzlich Lust, mich vor die Glotze zu hauen und mir Erdnüsse mit Salzstangen reinzuschieben, statt irgendwas Konstruktives zu tun. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr mich das freut. Das ist komisch, ich... War ich weg, Sam? Sozusagen ja. Reiner Segen hat dich in Einzelteile zerlegt. Du warst also quasi überall. Reiner Segen? Inzwischen hasse ich diesen Kerl mit seinem falschen Lächeln und seinem gekünstelten Ach-so-fröhlich-Sein. Was hältst du davon, wenn wir den selbstgerechten Idioten teeren und federn? Schön, dass du wieder da bist, Kleiner. Zeit für eine Ladung guter altmodischer Vergeltung und so ganz nebenbei retten wir dabei die Welt. Worauf warten wir noch? Schnell, Kleiner, schnapp ihn dir! Hallöchen, ich bin Reiner Segen! Hallöchen auf! Oh oh. Du kleiner Idiot! Du hast meinen Hypnostrahl ruiniert!
Ich hätte dich schon längst umbringen sollen, aber ich bin einfach zu gutmütig. So, anderes Thema. Stirb, Häschen! Falsche Antwort. Was zum? Hallöchen, wir sind Rainer Segen. Wir sind eine Kolonie intelligenter Bakterien, die durch den Weltraum reist. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, diesen Satz heute zu hören. Kugeln können uns nichts anhaben. Wir brauchen nur eines. Nahrung. Ihr müsst wissen, wir ernähren uns von den Endorphinen, die Menschen produzieren, die reinen Segen. Euch ist es also egal, ob die Menschen glücklich sind. Ihr wollt nur fressen, bis ihr platzt. Stimmt. Hey, das kann ich nachvollziehen. Aber du willst, dass wir verhungern. Und deshalb wirst du sterben. In der fantastischsten Zaubershow aller Zeiten. Hey, ich muss gut aussehen für die Kameras. Welche Kameras? Pack deine Koffer, Sam. Du hast deine Traumreise gewonnen in dein ganz persönliches All-Inclusive-Grab. Und du darfst zusehen, wie er stirbt. Lass die Magie beginnen. Hochverehrtes Publikum, für meinen ersten Trick bitte ich um Applaus für das Regenbogenrad des Todes. Ja! Ja! Hey! Auch bekannt als Emetik, das Fahrgeschäft zum Buch. Ich muss kotzen. Genau. Jetzt ein paar Wurfmesser. Nein, besser Wurfäxte. Hey! Tut mir leid, es hat mich mitgerissen. Ich habe eine bessere Idee. Ich foltere ihn so lange gnadenlos, bis er mich anfleht, ihn mit seiner eigenen Knarre zu erschießen. Böse Kicher. Ich wette, Olli Kahn hat nie einen gefangen, während er auf einem Todesrad rotierte. Was? So tauschen Zauberer den Platz mit anderen. Durch Magie. Im Nachhinein würde ich sagen, ich hätte das nicht rumliegen lassen sollen. Toll gemacht, Sam. Du hast es geschafft. Danke, kleiner Freund. Ehrlich gesagt hatte ich es mir etwas schwieriger vorgestellt. Irgendwie enttäuschend jetzt so. Entschuldigt mal bitte. Ich glaube, du hast etwas vergessen. Hast du was vergessen? Ich? Nö, keine Ahnung. Oder auch nicht. Meine magische Achterkugel hat mir noch geraten, heute meine antibakterielle Seife einzustecken. Warum habe ich nicht auf die gehört? Nächster Programmpunkt, der Zaubertrick Nummer 1 auf jeder Prismatologie-Folterfete. Wir teilen den Segen! Oh nein, nicht das. Keine Sorge, das tut überhaupt nicht weh. Zumindest bis die Säge dich berührt. Dann allerdings stirbst du. Grausam. Das gefällt mir. Tausch so viel du willst. Das macht das Publikum rasend. Zersäg uns, Sam. Trau dich. Vielleicht tue ich es wirklich. Nimm das. Sag ihm die Eingeweide raus. Ja! Oh nein, das tut so weh. Autschi, autschi. Idiot, man kann keine Bakterien zersägen. Macht trotzdem Spaß, dabei zuzugucken. Für meinen nächsten Trick präsentiere ich euch die Fahrkarte ins Jenseits. Die Mondlandefähre? Das ist die Fahrkarte ins Jenseits. Hör mir doch zu. Genieße deinen Urlaub im Weltall, bis du stirbst. Ja! Sam! Bye bye! Tschüss! Tschüsschen! Eins muss man dem Kerl ja lassen. Er macht eine erstklassige Show. Das macht Spaß!
Schon gut, Leute. Alles in Ordnung mit mir. Ah, wie doof. Das habe ich gehört. Stell dir mal vor, eine Falle so tödlich, dass sie dich umbringt. Das hier ist tödlich. Es ist das läuternde Bad der Vernichtung. Könnten wir diesen Teil vielleicht überspringen? Ich habe so eine Abneigung gegen das Ertrinken. Kurz nachdenken. Nein! Bitte ertrink nicht, Sam! Danke, Kleiner. Das ist nämlich so eine langweilige Todesart. Versuch lieber, dich in zwei Hälften zersägen zu lassen. Wie gesagt, danke, Kleiner. Wasser? Ach du meine Güte, was mache ich da nur? Oh, Moment. Bakterien können ja gar nicht ertrinken. Na, Schnauze, Bakterie. Und jetzt, aufgrund der anhaltenden Nachfrage, wieder im Programm. Das Regenbogenrad des Todes. Oh, nicht schon wieder. Oh nein, Mami, ich will hier runter. Teile deinen Segen und den Unter vom Oberkörper. Nein. Nächster Programmpunkt. Das wird nie langweilig. Wir teilen den Segen. Zersäg uns, Sam. Trau dich. Was genau machst du da? Nur mal ausprobieren, was diese Säge so wegsägt. Du hirnrissiger Weichlöter. Ich steck dir diese Säge gleich in deinen... Aber hallo, wir sind im Familienprogramm hier. Ich werde doch nicht anfangen zu fluchen. Ich werde ihn einfach auf andere Weise umbringen. Ja, liebe Kinder, es ist unser allerliebster Planschspaß. Das läuternde Bad der Vernichtung. Hey, Rainer Segen, teile mal das hier. Autsch. Hast du visiert? Komm runter, Max, du hast den ersten Preis gewonnen. Einmal anstoßen mit dem Oberschurken. Hallöchen, Rainer Segen. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ich bin ja wirklich mal gespannt, was du von diesem Faller-Souvenir behalten willst. Und bei meinem nächsten Besuch auf dem Katzenklo gründe ich den Kult der Ausgeschiedenen. Das erinnert mich daran, dass wir Stuli noch einen überbraten müssen. Und jedem anderen Erdenbewohner auch. Oh ja. Hey, hast du meinen Boxhandschuh irgendwo gesehen? Ich kann ihn nicht finden. Den hier? Oh. Den habe ich als Überraschung verwahrt. Du bist der beste Freund, den ich je hatte, Sam. Und du meiner, Kleiner. Gut, dann lass uns die Welt retten gehen.